Ja, gestern Abend habe ich mit meinem alten Freund aus Kindergartenzeiten telefoniert und wir haben festgestellt, dass wir Zeit unseres Lebens aus ja mal unterschiedlichen Richtungen kamen. Er so aus der ganz konservativen, bäuerlichen Ecke und ich, naja, damals noch rot-grün, da schäme ich mich heute noch für, egal. Aber aus ganz unterschiedlichen Dingen, aber wir haben immer uns ausgetauscht und uns gegenseitig akzeptiert in diesem anderen Standpunkt und diesem anderen Blickwinkel. Was wir aber in den letzten Jahren und die letzten zwei extrem hier in Deutschland erlebt haben, ist, dass jeglicher Diskurs, jegliche Debatte, jeglicher Austausch unterschiedlicher Blickwinkel einfach wegfiel. Einfach wegfiel. Die öffentlichen Medien, da wird nicht mehr diskutiert, sondern nur noch propagiert. Ich heiße also heute herzlich willkommen in der Leitung den Jimmy Gerum, seines Zeichens Initiator der Bewegung Leuchtturm ARD, mittlerweile auch ORF und SRG, nämlich aus dem Dach, die sich auf die Fahne geschrieben haben, diesen Zustand in den öffentlich-rechtlichen Medien zu verändern und anzumahnen, dem gesetzlichen Auftrag nachzukommen. Ich heiße euch herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV und jetzt geht's los. Ja, ich wollte nur Grüß Gott sagen, an Ja. Sie mitnehmen und an die Zuschauer. Ja. Sie sind von Hause aus Filmproduzent. Ich habe mal gesagt, soweit die Füße tragen, aber auch beim Todmacher waren Sie dabei. Was hat Sie jetzt dazu bewogen, diesen, ja, Kampf David gegen Goliath wird Ihnen sicherlich da einfallen. Also, die Zwille zu erheben, um die öffentlich-rechtlichen Medien daran zu erinnern, was sie für einen Auftrag haben. Was hat Sie dazu bewogen? Ja, ich habe da wirklich auch private Gründe gehabt, weil durch die Familiengründung bin ich auf die Idee gekommen, dass man natürlich auch wissen sollte, warum man jetzt Kinder in die Welt setzt. Ja, und ich war eigentlich immer ein sehr unpolitischer Mensch und aber immer sehr geschichtsinteressiert. Und über die Geschichtsforschung bin ich dann immer mehr in die Geopolitik gekommen. Da habe ich jetzt 7 Jahre Vollzeit recherchiert. Als Freiberufler habe ich mir das gegönnt, mich wirklich ein paar Jahre wirklich nur mit Privatstudium zu beschäftigen. Und wenn man dann feststellt, dass einige Narrative halt deutlich verfälscht und desinformierend behandelt werden, von unseren Leitmedien vor allem, dann stellt man fest, man muss eigentlich sich auf die Suche nach Lösungen begeben. Und das ist die Antwort. Die Leitmedien tragen hier eine ganz große historische Schuld und die muss aufgearbeitet werden. Und die letzten 2 Jahre haben uns gezeigt, dass die Bürger nun eine Verantwortung haben. Wir müssen jetzt was tun. Ja, dann sind wir eigentlich schon beim Thema. Was will Leuchtturm ARD tun, ORF SRG? Ja, die drei Länder haben sich schon zusammengeschlossen, weil es Bürgerbewegungen in allen Ländern gibt, die sich für einen ausgewogenen und staatsfernen Rundfunk einsetzen. Hier wird ganz klar der Medienstaatsvertrag verletzt. Es ist auch Verfassungsbruch, Artikel 5, Zensurverbot. Wir haben eindeutig Belege für Zensur. Hier werden die Narrative verengt, der Diskurs findet nicht statt, wie Sie da eingangs gesagt haben. Es ist ein hochpolitisches Thema natürlich, aber wir wollen aus der Ohnmacht raus. Wir wollen wirklich schauen, was können wir als Bürger tun. Die Spaziergängerbewegungen haben uns total motiviert, denn wir müssen hier Verantwortung zeigen und es geht jeder auf die Straße. Leute, die noch nie auf Demonstrationen waren, wollen sich einfach einsetzen für auch
für ein Zusammenfinden wieder über die Informationen. Die Informationen können uns ja zusammenführen. Die Wissenschaften werden getrennt durch diesen Ausschluss des Diskurses. Und deswegen waren an Weihnachten die Familien, die Geschwister getrennt, gespalten. Man redet nicht mehr miteinander. Man kann das natürlich nur über Leitmedien mit Deutungshoheit ändern. Und das ist unser Ansatz. Es reicht uns nicht, wenn wir im Internet uns zusammentun auf irgendwelchen Plattformen und versuchen zu kämpfen für die Wahrheit oder für eine Annäherung an der Wahrheit. Denn es gibt ja keine Wahrheit und wir können uns immer nur annähern und wir können nur uns auf die Suche nach der Wahrheit begeben. Und wenn das die Leitmedien nicht mehr tun und wir uns da alleine fühlen müssen, dann führt es zu dieser Spaltung, die wir jetzt der wir begegnen müssen. Und die Frage ist, wie können wir in die Verantwortung gehen? Und der erste Schritt ist, dass wir keinen Cent mehr für dieses alte System bezahlen. Wir verlangen von ARD und ZDF eine Einhaltung des Medienstaatsvertrages. Und ohne diese Einhaltung gibt es auch keinen Cent mehr von uns Bürgern. Unser Problem ist nur, viele von den 40 Millionen Haushalte, die diese Desinformation aktuell bezahlen, wissen nicht, dass sie eine Alternative haben. Sie wissen nicht, dass sie hier in die eigene Verantwortung gehen müssen. Deswegen haben wir eine große Aufklärungskampagne. Also, wenn ich richtig gehört habe, eine Aufforderung zum Zahlungsboykott. Zahlungsstopp. Aber nicht ganz. Ne? Also, richtig. Sie haben ja sozusagen einen Antrag auf Beitragsbefreiung, den es sonst nur in Sozialfällen gibt oder so, formulieren lassen, glaube 7 Seiten lang, ja. Von einem Rechtsanwalt und berufen sich da auf den Staatsvertrag. Auf jeden Fall, wir berufen uns auch auf das Grundgesetz und das ist eine Sache, die parallel läuft, weil damit muss eine Akte eröffnet werden und damit müssen wir inhaltlich, die Rundfunkanstalten müssen inhaltlich Stellung nehmen. Darum geht es. Wir wollen einen Dialog und es ist ganz wichtig, was Sie sagen, es geht nicht darum, die Zwangsgebühren in seiner Gänze abzuschaffen. Wir müssen ja dankbar sein, dass wir einen Rundfunk bezahlen dürfen, der uns politische Orientierung gibt. Das ist eine Sache, die frühere GEZ-Bewegungen oder GEZ-Boykott-Bewegungen viel zu sehr vernachlässigt haben. Denn in dieser komplexen Welt brauchen wir auch eine politische Orientierung. Wir können ja nicht mehr guten von schlechten Journalismus richtig unterscheiden, wenn man uns absichtlich in das Licht führen will. Wir brauchen absolute Kompetenz und wir müssen diese Kompetenz selbst bezahlen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt dieser Sache. Und der Fehler, den wir gemacht haben, wir haben uns das aus der Hand nehmen lassen. Es kann ja nicht sein, dass wir 8 Milliarden Euro für einen eigenen öffentlichen Rundfunk bezahlen und den dann aus unseren Händen nehmen lassen von internationalen politischen Konzerninteressen, Pharmakonzerninteressen. Und das habe ich ja am Königsplatz in meiner Rede erwähnt, dass wir hier von Fakten reden. Wir reden hier von der Trusted News Initiative, die sich 2019 zusammengefunden hat und dabei die öffentlich-rechtlichen Sender vereinnahmt hat. Es ist ein ganz ernstes politisches Thema. Diesen englischen Ausdruck, können Sie den nochmal wiederholen? Die Trusted News Initiative ist die Initiative für glaubwürdige Nachrichten. Da haben sich internationale Konzerne wie Twitter, YouTube, Microsoft zusammengetan mit den Presseagenturen Reuters und mit den öffentlichen Rundfunksendern und mit Magazinen, Zeitungen. Eigentlich das gesamte westlich gesteuerte Narrativ hat sich zusammengetan, dass man zum Beispiel nichts gegen die Impfung sagen darf. Auf diese Weise kommt eine Homogenität bei der Berichterstattung zustande. Es dürfen keine alternativen Heilmethoden zur Impfung thematisiert werden. Es dürfen keine Risiken an der Impfung thematisiert werden, dass es nur eine Notfallzulassung ist und sowas. Solche Dinge müssen möglichst im Hintergrund bleiben. Und das Ergebnis ist das, was wir die letzten 1,5 Jahre gesehen haben. Wobei das gerade bröckelt, ne? Also im öffentlich-rechtlichen. Ja. Und das scheint auch vielleicht sogar Methode zu haben, dass das jetzt so langsam bröckelt. Also dass schon über Impfnebenwirkungen gesprochen wird, aber sehr, sehr zaghaft. Und ja, okay. Aber also da wollen wir festhalten kurz, es geht nicht
um eine nicht eine Infragestellung der, wo viele andere ja ansetzen, dass hier ein Vertrag zu Ungunsten Dritter geschlossen wurde, dass die GEZ ja eigentlich eine Firma ist. Ja, und also so, wo ja. Die haben kein Recht, ja, uns mit Zwangsabgaben zu belegen. Sie gehen einen anderen Weg. Sie sagen, wir sollen froh sein, wenn wir, sag ich mal, was bezahlen, was für uns ist, damit wir uns eine Meinung bilden, dass damit wir informiert werden, aber dann bitte in der Gänze und nicht propagandistisch. Richtig. Habe ich das richtig verstanden? Genau, dafür haben wir ein Recht und wir sind da auch sehr fundiert aufgestellt, weil Sie sagen es ganz richtig. Es sind ganz viele Dinge am öffentlichen Rundfunk im Laufe der Jahrzehnte immer mehr verkrustet. Das fängt schon auch beim Preis an. Ja, es kann nicht sein, dass so ein Apparat 8 Milliarden Euro kostet. Aber dafür haben wir an der Ludwigs-Maximilian-Universität ein Bürgergutachten erstellt, das jetzt im Juni veröffentlicht wird. Das ist ein ganzes Buch. Unter der Leitung von Professor Michael Mayen ist es entstanden mit 30 unabhängigen Bürgern, die eine Medienutopie erstellt haben, wie eigentlich der öffentliche Rundfunk aufgestellt sein sollte. Und das ist etwas, was wir auf den runden Tisch von ARD und ZDF legen wollen. Darüber muss diskutiert werden und da sind dann natürlich auch solche Bestandteile enthalten. Die Art und Weise des Konstruktes, denn worum es geht, ist wirklich, dass wir in der heutigen Zeit dankbar sein müssen über journalistische, über politische Mündigkeit, die durch auch eine gute journalistische Qualität entsteht. Und dadurch, dass wir jetzt diese parallelen Medienwelten haben, wissen ja 10% der Deutschen bereits, was Qualität ist. Ja, wenn man Multipolar-Magazin, da sieht man Rubicon, da sieht man überall die Belege, wenn man die Magazine anschaut. Dann da werden keine Behauptungen gestellt. Ja, die Tagesschau, der Spiegel, die stellen Behauptungen und oftmals noch nicht mal belegt. So entstehen dann Dinge wie Relotius oder sowas, ja. Das heißt, die neu entstandenen Nachrichtenportale, die haben natürlich auch eine Qualitätspflicht, damit sie sich überhaupt auf dem Markt behaupten können. Und diese Qualität, die sich da herauskristallisiert hat, die letzten 10 Jahre, die wird einfach negiert. Allein das ist eine bodenlose Unverschämtheit, dass das nicht integriert wird. Wir brauchen Leute wie Paul Schreier oder Dirk Bohlmann, brauchen wir in der Mediathek. Und das ist die Zukunft, dass wir den kompetenten Journalismus, der wirklich Unabhängigkeit beweisen kann, dass wir den verbinden mit der Kompetenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und dafür sind wir auch bereit, dann Geld zu bezahlen. Weil das ist wie die Schulbildung selbst. Ja, wir brauchen eine kompetente Bildung. Und was die ARD und ZDF Verantwortlichen mit großer Arroganz die letzten Jahre immer betont haben, ist, dass sie da einen Erziehungsauftrag in einer einseitigen Weise haben. Ja, sie trauen uns das nicht zu, dass wir mündige Bürger werden könnten. Deswegen tun sie uns die vorenthaltende Mündigkeit. Das ist eigentlich die Krux an der Sache. Also wir haben jetzt einmal diese Beitragsbefreiung aufgrund dessen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinem Auftrag nicht nachkommt. Also man nicht für etwas bezahlen kann, was nicht geliefert wird. So habe ich das verstanden in dem Schreiben. Und das andere ist ja, Sie haben sogar eine Klage eingereicht bei einem Verwaltungsgericht gegen ARD. Oder gegen wen klagen Sie da? Es ist, genau, es geht eigentlich da immer um dieselbe Argumentation, die schon, die Schreiben sind relativ gleich, aber wir haben natürlich noch mehrere juristische Pfeile im Köcher, wenn wir jetzt eine Antwort, einen Bescheid bekommen auf unsere Klage. Und wichtig ist halt für uns als Sammlungsbewegung, dass das parallel läuft. Denn die Klage ist natürlich etwas, was 1-2 Jahre jetzt dauern wird. Ja? Aber unsere Sammlungsbewegung erstellt sofort die Zahlung ein. Das heißt,
wir begeben uns in das Mahnverfahren alle. Und das bedeutet, dass jeder, der sofort mitmacht, ab dem 1. April, man kann nämlich 8 Wochen lang sein Geld zurückfordern, also bis Mitte Mai kann man sein Geld ungefähr noch zurückfordern, dann sind wir ab dem zweiten Quartal im Widerstand. Und das kostet jeden, der teilnimmt, 8 Euro Mahngebühr. So viel kostet das erste Quartal an Mahngebühren. Und damit haben wir bis zum Herbst Zeit, für diese 8 Euro eine große Sammlungsbewegung zu starten. Das sind ungefähr 4-5 Monate. Und das ist unser Ziel. Das heißt, dieser Antrag für Beitragsbefreiung läuft parallel und die Klagen laufen auch parallel. Und in allen parallelen Dingen, wir nennen das auf unserer Webseite 4 Schritte, die jeder gehen kann. Da geht es auch noch um ein Manifest und einen Aktionsbrief. Das heißt, für unsere Gespräche mit der ARD, die jetzt im Mai erstmals stattfinden, Sie haben, das würde mich jetzt interessieren, Sie haben an die Chefin, ne, der ARD, ARD-Vorsitzende, ja. Die Vorsitzende, haben Sie also einen Brief gerichtet und um einen Termin, ja, an... Bürgerdialog, genau. Es geht Bürgerdialog. Die Eröffnung eines Bürgerdialogs, da haben wir ein Ultimatum bis 5. Mai gesetzt. Das ist also jetzt sehr spannend, dass wir im Mai das erste Gespräch führen. Aber wir wissen das aus der Vergangenheit, dass die ARD da auch eine Gesprächsbereitschaft inhaltlicher Art haben muss. Und das ist etwas, was wir natürlich nur mit einer breiten Bewegung schaffen können. Sollte also diese inhaltliche Bereitschaft nicht da sein, müssen wir weiter Druck aufbauen. Und deswegen machen wir sehr viel Öffentlichkeitsarbeit und werden im Mai auch Leitmedien dazu holen zu diesen Gesprächen, damit da auch ordentlich das thematisiert wird. Denn hier ist das Anliegen der Bürger im Mittelpunkt. Ja, wir haben ja in den letzten 2 Jahren extrem erfahren, dass Totschweigen, also einfach gar nicht drüber reden, gar nicht zur Kenntnis nehmen, die Masche ist. Das heißt, die ganzen Kritiker der Maßnahmen wurden nicht gehört oder wenn stark zensiert, mal, ne, also Lenor-mäßig. Beispielmäßig, was macht Sie so sicher, dass das sich jetzt ändern wird? Also am meisten macht mich sicher, dass wir 100% im Recht sind. Es ist hier keine Diskussion. Man kann diskutieren über verschiedene wissenschaftliche Ergebnisse oder man kann diskutieren über geopolitische Themen, die sind sehr komplex. Aber uns geht es um freien Diskurs. Das heißt, wir wissen, dass es die Wahrheit da draußen nicht gibt, aber es gibt die Annäherung an die Wahrheit. Und wenn wir uns entfernen von der Wahrheit, dann sieht man das. Und das ist das, was passiert. Und das werden wir zu 100% verhindern. Und ob wir Erfolg haben oder nicht, das hängt von uns Bürgern ab. Wir sind hier alle in der Verantwortung. Wir können nur die Information geben und wir können die Hilfestellung leisten. Das machen wir seit 4 Monaten jetzt ungefähr. Und jetzt ist der Bürger gefragt. Der Mensch ist gefragt. Das Schöne ist, wir machen das aber auf mehreren Ebenen. Wir gründen auch regionale und wir unterstützen regionale Initiativen. Das heißt, die Art und Weise, wie die Menschen jetzt in den Städten und Dörfern nicht nur Spaziergänge organisieren, sondern sich auch gegenseitig helfen. Leute, die arbeitslos werden aufgrund dieser irrationalen Politik. Leute, die Schwierigkeiten haben mit der Inflation. Leute, die Schwierigkeiten haben psychologischer Art oder auch maßnahmengeschädigte Menschen. Viele suchen Hilfe und bekommen von einem versagenden Staat keine Hilfe mehr. Und das ist etwas, was wir auf der regionalen und lokalen Ebene in vielen Initiativen machen können. Das heißt, das ist etwas, was wir machen. Im Hintergrund auch eine Allianz zwischen Leuten, die sich um die Menschen kümmern und zwischen Leuten, die ihre Verantwortung wahrnehmen. Da geht es auch um Unternehmerverbände, die sich kümmern. Und auch Kommunalpolitiker. Wir haben ungefähr 10-15% Kommunalpolitiker, die auf der Seite der Menschen stehen, während ziemlich genau 70-80% der Kommunalpolitiker da immer noch den Leitmedien folgen und einfach nicht die Komplexität dieser Welt verstanden haben. Und das ist etwas, wo wir halt unglaublich viel Aufklärungsarbeit leisten müssen. Jetzt habe ich mich im Vorfeld, muss ich zugeben, nicht informiert, wie Österreich und die Schweiz organisiert sind, die haben andere Gebührensätze, ne? Ja,
Das sind wirklich andere Voraussetzungen. Wir haben uns zusammengetan mit Initiativen in Österreich, die jetzt über unsere Webseite, da haben wir eine eigene Community gegründet, die kann Hunderttausende von Menschen aufnehmen in allen drei Ländern. Das ist etwas, was mir freundlicherweise jemand kostenlos zur Verfügung gestellt hat, weil er einfach das Projekt unterstützen will. Weil wir könnten uns das gar nicht leisten. Wir machen hier eine Initiative fast ohne Geld und lehnen uns hier gegen Milliardenkonzerne auf. Und mit dieser Software haben wir die Möglichkeit, alle drei Länder zu kombinieren. Und in Österreich bei der GIS ist die zuständig. Da ist es ein bisschen anders, die Art und Weise, wie man Widerstand leisten muss. Aber ORF gerät da auch schon sehr stark unter Druck, dadurch, dass es sich sehr einseitig verhält in manchen Narrativen. Und die SRG, da sind wir noch am wenigsten weit vorangeschritten. Da sind wir gerade am Zusammenfinden von einer Allianz, die sich da gegen die Billag wehrt. Aber das Bild ist ähnlich, also dass auch in Österreich und in der Schweiz kein wirklicher Diskurs stattfindet. Genau. Keine Debattenkultur, wie wir sie drin brauchen. Ja. Richtig, wir haben ein europäisches, ein weltweites Problem. Das ist natürlich, das hängt mit den westlichen Nachrichtenagenturen zusammen. Die Journalisten, es gab erst vor einem halben Jahr einen Protest, weil irgendeine Journalistin es gewagt hat, ich glaube, es war die Berliner Zeitung, gewagt hat, auf die russische Nachrichtenagentur zurückzugreifen bei ihren Informationen. Ja. Das heißt, wir haben einen Aufschrei, der einer Demokratie völlig unwürdig ist, wenn man Narrative miteinander vergleicht. Diese Welt ist nicht mehr mit Worten zu beschreiben. Wenn wir als Bürger jetzt nicht aufstehen, dann tun wir unseren Kindern Unrecht. Wir machen das für die Zukunft. Wir machen das für unsere Kinder. Sie gehen ja noch ein Stück weiter. Das Wort wir kommt bei Ihnen häufig vor. Also sozusagen, es ist unser Rundfunk und wir wollen, dass der wieder seinen Auftrag gemäß handelt und uns breit informiert und nicht nur einlullt und oder mit Propaganda oder mit, sag ich mal, sehr eigenartigen Erziehungsmethoden behandelt. Also wenn ich da an Kika oder solche Sachen denke, da wird mir schlecht. Da wird mir regelrecht schlecht, was den Kindern dort sozusagen anerzogen werden soll, also wie sie konditioniert werden soll. Aber wenn jetzt die Vorsitzende der ARD, komme jetzt wieder nicht auf Herrn Fissinger. Frau Patricia Schlesinger haben wir angeschrieben. Ja, jetzt zu einem solchen Gespräch bereit wäre, da sind aber Tausende und Abertausende Mitarbeiter in diesen Medien, die zum Teil nur deswegen da reingekommen sind, weil sie eben, sag mal, stromlinienförmig und in einer ganz bestimmten Doktrin bisher geschrieben haben oder berichtet haben. Wie stellen Sie sich das vor, dass das, wie das verändert wird? Also abgesehen davon, dass natürlich Formate wie jetzt Neue Horizonte immer eine Alternative zu den Medien waren, weil hier ganz andere Themen behandelt werden und auf eine ganz andere Weise. Wie stellen Sie sich das vor, diesen Wandel? Ja, das ist nur von oben. Das ist ein sehr idealistischer Ansatz, ja, und der ist aber realistisch. Wie gesagt, Professor Michael Mayen hat einen Vortrag gehalten, die Medienmatrix, der ist auf unserer Website auch und der ist auf YouTube. Und die letzten 8 Minuten beschreibt er eigentlich, was wir lösen müssen. Und eines davon ist zum Beispiel die Journalistenschulen. Die Art und Weise, wie die Protagonisten unter den Redakteuren ausgewählt werden, wie die ausgebildet werden, das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Aber grundsätzlich geht es hier wirklich um die Gesprächsbereitschaft. Es geht um die historische Verantwortung, die der öffentliche Rundfunk hier erkennen muss, indem er an einem runden Tisch auch über die letzten 30 Jahre bereit ist, mit uns zu sprechen. Denn es gibt die kompetenten Leute. Das ist nicht nur ein Professor Mayen, das ist ein Professor Mausfeld, das ist ein Dr. Ganser, das sind unterschiedliche Historiker, Wissenschaftler, Akademiker, Frau Ulrike Gero. Es gibt viele Namen, die sich einen Namen gemacht haben aufgrund von unabhängiger
Forschung. Und das ist eben wichtig. Das ist auch die Aufgabe des Journalismus, eine Unabhängigkeit an den Tag zu legen. Und wenn er so wie die letzten Jahrzehnte in Ruhe gelassen wurde oder mit zu wenig Druck bearbeitet worden ist, dann muss er sich damit jetzt abfinden, dass dieser Druck nun erhöht wird. Aber ist nicht zum Beispiel der Parteienproport in den Aufsichtsgremien? Das ist ja ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also dass da praktisch der Proporz, also letztendlich doch wieder Regierungspropaganda gemacht wird. Genau, das geht ganz tief. Unsere Utopie baut auf zwei Worte. Das ganze Buch, so ein dickes Buch, baut auf zwei Worte. Und das ist Transparenz und Kontrolle. Transparenz und Kontrolle sind Dinge, die objektiv machbar sind. Denn die objektive Berichterstattung ist ein viel komplexeres akademisches Feld. Ja. Wir haben immer unseren eigenen Kulturhintergrund, der uns dann zu bestimmten Auffassungen bringt und verschiedene andere Elemente. Objektivität ist nicht so einfach, aber Transparenz und Kontrolle ist ein akademisches Mittel, das man ansetzen kann. Und man weiß ganz genau, warum die Kontrolle versagt, warum die Transparenz versagt, welche Interessen dahinter stehen, Transparenz und Kontrolle nicht zuzulassen. Also wir haben da sehr viele Ansatzmöglichkeiten. Und dann ist es ja auch so, das ist ein Prozess. Es ist ein Versöhnungsprozess auf der einen Seite, es ist ein Gesprächsbereitschaftsprozess und es ist dann auch etwas, was man im Laufe der nächsten Jahre nachjustieren muss, wo man mit dieser Dialogbereitschaft und auch mit dieser Reformbereitschaft etwas für die Menschen und für die zukünftige Zivilisation tut. Denn wir reden hier von der gesamten Welt, die dadurch beeinflusst wird, wenn wir uns um die Leitmedien kümmern. Es ist ja auch so, dass wenn der öffentliche Rundfunk seiner Aufgabe nachkommt, dann werden auch die anderen Leitmedien nachziehen müssen. Denn es kann nicht sein, dass sie dann gegen eine objektive Berichterstattung oder gegen eine ausgewogene Berichterstattung dagegen angehen. Damit machen sie sich dann lächerlich. Das heißt, wir reden hier von einem Beginn einer Veränderung der Welt hin zu einer Gemeinwohlorientierung und ein Ende von oligarchischen oder Konzerninteressen oder internationalen politischen, geopolitischen Interessen. Im Anhang von diesem Befreiungsantrag haben Sie ja diese Verstrickung der Medien mit, sag mal, Transatlantikbrücke, Trilaterale Kommission, Bilderberger Konferenz und so weiter. Die Anstalt hat ja da, also diese ZDF-Serie, die Anstalt hat das ja mal wunderbar dargestellt. Auch da, was macht Sie hoffnungsvoll, dass diese Bewegung von unten zu einer Veränderung führt, wenn gleichzeitig sehr machtvolle, also machtvolle insofern von Geldmachtvolle, wenn ein Musk jetzt gerade bei Twitter übernimmt. Wir wissen, ne, dass es BlackRock gibt, dass es Vanguard gibt, das sind große Finanzjongleure, die mehr Finanzen sozusagen verwalten als die Staaten selber. Alle zusammen, das ist unglaublich, unglaublich. Das heißt, was macht Sie hoffnungsvoll gegen eine solche finanzielle Macht zu bestehen und die Veränderung gleich einem Enzym oder einem Pilz, ja, der halt das von unten irgendwie durchwirkt, zu verändern? Wirklich, das interessiert mich. Ich bin Schwammerlsucher. Ich kenne mich sehr gut aus mit Pilzen. Okay. Ja, das ist ein Pilzgeflecht. Ja. Und zwei Dinge machen mich optimistisch. Das eine ist, wir sind die 99%. Das sage ich immer wieder. Ja. Und dieses eine Prozent hat natürlich eine Chance, die es jetzt die letzten Jahrzehnte wahrgenommen hat, die Hirten zu spielen über diese 99% Herde.
wenn sie sich halbwegs anständig verhalten. Und der einzige Grund, warum wir uns so wenig gewehrt haben, weil sie zumindest das Narrativ aufrechterhalten konnten, dass sie es gut meinen. Aber seit 2 Jahren vergessen sie, dass sie dieses Narrativ aufrechterhalten sollten, es gut zu meinen. Und jetzt bröckelt das. Und das ist das Zweite, was mich optimistisch macht. Diese Leute haben mit ihrer irrationalen Politik ihre Glaubwürdigkeit verspielt. Inzwischen haben wir ein Kasperltheater in Berlin, wo jeder Einzelne seinen Posten nicht kompetent ausfüllen kann. Wir schämen uns, dieses Berlin aktuell zu haben. Wir schämen uns für jeden einzelnen Protagonisten, der da rumläuft. Und diese Leute müssen sofort des Amtes enthoben werden. Und damit beginnt erst alles. Denn wir haben Strukturen, die wir zugelassen haben, weil es uns zu gut ging. Und jetzt machen die den Fehler, dass sie uns das Gutgehen wegnehmen. Und wenn es uns nicht mehr gut geht, dann kriegen sie Schwierigkeiten mit den 99%. Und genau das passiert gerade. Naja, da gibt es ja bestimmte Strategien, die Ihnen sicherlich nicht unbekannt sind. Wenn du etwas durchsetzen willst, was keiner annehmen will, dann schaffe ein Problem, wo du das, was du ohne dieses Problem nicht rüberbringen kannst, als Lösung anbietest. Ne? Also wenn jetzt Lieferketten unterbrochen werden, die Leute immer weniger Geld haben, weil der Liter Benzin 5 € kostet und so weiter, sie müssen ja zur Arbeit, dann hat man ja zumindest auf EU-Ebene schon, ne, das digitale Geld, das vielleicht das Grundeinkommen. Ja, da hat ja der Götz Werner lange 10 Jahre für geworben, also Vorarbeit geleistet, den Leuten das schmackhaft zu machen. Und Grundeinkommen heißt, ne, dass man, ne, zumal wenn es digital ist, da Transparenz und Kontrolle, da muss ich vorhin dran denken, das kann man auch ganz anders sehen. Ja, wenn jede meiner Zahlungen transparent ist und von irgendjemandem kontrolliert wird, dann kann er auch auf den Knopf drücken und sagen, der Wittneben, der hat zu viel Scheiße gelabert. Ja, und der wird uns hier, der muss mal ein bisschen stumm sein. Der kriegt jetzt nichts mehr. So, also diese Kräfte, und eigentlich meine, ein Klaus Schwab hat es ganz offen in der Welt gesagt, diese Regierungen haben versagt. Also auch das scheint irgendwie, um die globale Governance, Global Governance 4.0 zu installieren, lässt man da Kasperltheaterpuppen spielen, die von jedem sagt, das geht gar nicht. Wir brauchen was Besseres. Wir brauchen Kompetenz. Ja, Global Governance. Also nochmal, was nährt Ihren Optimismus, dass wir das schaffen, dass wir einen öffentlichen Rundfunk haben, der nicht daran orientiert ist, was die Regierung will oder bestimmte Konzerninteressen, sondern sich an den Bedürfnissen der Bürger, der Menschen, des Volkes, ja, orientiert? Was nährt Ihren Optimismus? Ja, also genau darum geht es, dass es hängt alles von der Gesprächsbereitschaft, auch davon ab, dass die historischen Zeichen der Zeit erkennen. Denn eins steht fest, alles, was wir jetzt beschrieben haben, bedeutet, dass wir uns gerade in einem Endspiel befinden. Ja? Nur in einem Endspiel beginnt die Politik dermaßen geisteskrank zu werden, wie sie aktuell ist. Es ist ja so, dass wir allein in den letzten 7 Tagen mehr Desinformation im Fernsehen gesehen haben als die letzten Monate. Das heißt, es spitzt sich auch innerhalb des Jahres 2022 gerade total zu. Es ist eigentlich unfassbar. Und natürlich ist der Misserfolg nur dann, wenn die Bürger sich das weiterhin gefallen lassen. Denn wenn die ARD und ZDF, wenn die weiterhin diese Position haben wie die letzten Jahre, dass sie eigentlich hier einen Erziehungsauftrag haben und dass wir unmündig zu sein haben, so wie das Demas hier gesagt hat, was hat er gesagt, dass er die Bürger nicht verunsichern will mit den Informationen, die er sie da gerne zurückhalten würde. Also hat man ja auch RT Deutsch und Sputnik gesperrt überall. Ne? Ja, kein Sender.
Das kommt dann noch zu. Ja, die Zensur nimmt überall zu. Also das heißt, also wir haben Zuspitzung auf allen Ebenen. Und wenn die weiterhin diese Arroganz haben, dass sie sagen, sie wollen das Narrativ nicht öffnen, dann bleibt uns nur die Sammlungsbewegung. Deswegen ist das ja auch das Herz der Bewegung. Wir sind die 99%. Und wir müssen natürlich die Leute erreichen, die noch nicht von uns wissen. Und es ist natürlich so, dass wir nur wenige Prozent sind, die von uns wissen. Ja? Und deswegen werden wir wachsen müssen. Wir werden in den nächsten Monaten wachsen müssen. Und genau das ist auch die einzige Chance, dass wir scheitern, dass wir nicht schnell genug wachsen. Okay, Sie haben sich auf den Weg gemacht und ich finde das unterstützenswert und deswegen habe ich Sie jetzt auch sozusagen kontaktiert oder den Kontakt aufrechterhalten. Das heißt, durch den Zahlungsboykott bzw. Antrag auf Befreiung und gleichzeitiges erstmal Zurückhalten des Geldes wird, gelinde gesagt, die Gesprächsbereitschaft etwas erhöht. Also das ist genau, wir haben 4 Schritte. Jeder kann auch da 15 Minuten nur investieren, das reicht. Ja. Ja. Und man braucht den Mut, in das Mahnverfahren einzusteigen. Es geht nur um 8 € Mahngebühr und 2 Briefe schreiben, ein paar Euro Porto. Es ist wirklich etwas, was jeder leisten kann. Und dafür die Chance zu bekommen, dass wir die Zukunft gestalten und selbst aus der Ohnmacht kommen in die Verantwortung. Das ist auch etwas, was Spaß macht. Deswegen werden wir gerade nicht müde, jeden Tag weiterzuarbeiten. Okay. Ja, vielen Dank, Jimmy Gerum, und viel Erfolg bei dieser Aktion. Und vielleicht in einem halben Jahr können wir noch mal ein kurzes Gespräch, so eine Art Bestandsaufnahme, ob es dieses Gespräch gegeben hat, welche Wirkung, ob es schon Bescheide, das Wort Bescheid ist ja mal irgendwie so offiziell. Ne? Juristisch. Juristisch. Also wer kann denn Bescheid, selbst das Finanzamt? Na, egal, jetzt ist, öffnen wir da nicht noch eine Tür. Ich danke Ihnen jedenfalls für Ihre Zeit und wie gesagt, wünsche Ihnen viel Erfolg bei dieser Aktion und vielleicht sehen wir uns im halben Jahr wieder. Ja, vielen Dank für die Unterstützung und auf Wiedersehen. Ja. Und haben wir ja eingeblendet, Leuchtturm ARD.de. Dort könnt ihr euch informieren. Da gibt es diesen Beitrittsbefreiungsantrag. Kann man online ausfüllen und dann ausdrucken. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und denkt mal drüber nach. Ja, selbst wenn Plattformen wie Neue Horizonte dann vielleicht irgendwann überflüssig werden, weil sie integriert werden in den öffentlich-rechtlichen. In die Mediathek. Ja, und in die Mediathek. Das wollen wir alles in der Mediathek sehen. Ja, dann ist das auch in Ordnung. Ja, aber so kann es einfach nicht weitergehen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und sage für heute Tschüss.